Hier präsentieren wir die 5 beste Smart TV Box Test. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Kubangdu bietet mit der Abbox A1 eine sehr günstige Smart TV Box für Einsteiger, die aber dennoch über eine ausreichende Performance verfügt, um Filme in 4K Auflösung wiederzugeben. Verantwortlich für die im Verhältnis zum Preis gute Performance ist der Amlogic S905X Chip mit Android 6.0 in Verbindung mit der Mali 450MP PU sowie einem GB RAM. Dies reicht zwar nicht ganz aus, um neueste und aufwendige Spieletitel in voller Pracht zu genießen, und hin und wieder lässt sich Android aufgrund des geringeren Arbeitsspeichers etwas mehr Zeit zum Laden, allerdings geht das aufgrund des günstigen Preises voll in Ordnung. Nummer 4. Die Box von Kehl in der Standardausführung ohne Keyboard bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und spielt dank des 2,0 GHz schnellen S905X Quad-Core Prozessors Android 6.0 flüssig ab. Zusätzlich sind 2 GB Arbeitsspeicher sowie 16 GB NAND Flash verbaut, auf dem Sie Downloads und Apps speichern können. Mali 450 Pentapu unterstützt das System mit 750 MHz Takt bei Apps und dem Abspielen von Filmen, sodass auch 4K-Wiedergabe mit 60 FPS kein Problem ist. Die Kompatibilität zu Dateiformaten, Video- und Audio-Codecs ist sehr hoch, und mithilfe des integrierten Kartenlesers sowie der zusätzlichen USB-Anschlüsse können Sie weitere Speichermedien problemlos integrieren. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Bei dem 16x9,9x2,5 cm großen Media Streaming Player von Nvidia handelt es sich um etwas mehr als nur eine Android TV Box, auch wenn sie natürlich alle Fähigkeiten einer hochwertigen TV Box gleichermaßen bietet. Als Betriebssystem kommt Android 7.0 zum Einsatz, das dank des 1,9 GHz schnellen Prozessors mit 8 Kernen und der hervorragenden Grafikleistung der integrierten GeForce Tegra X1 nicht nur flüssig, sondern atemberaubend gut läuft. Es ist bereits eine 16 GB große Festplatte verbaut, alternativ können Sie auch gleich auf eine 500 GB Variante bei der Pro-Version zurückgreifen. Die Streamingbox oder Spielkonsole, wie man sie auch nennen könnte, verfügt zudem über einen 3 GB großen Arbeitsspeicher und wird mit Fernbedienung sowie vollwertigem Game Controller geliefert. Nummer 2. Die Android-Box von Kehl liegt preislich im Mittelfeld, arbeitet mit Android 6.0 Betriebssystem und wird bereits inklusive minimales Tastatur geliefert, die die Bedienung sehr viel einfacher macht. Die Tastatur ist per Bluetooth mit dem System verbunden und reiche im Test locker 10 Meter weit. Die Batterien im Inneren sind aufladbar, sodass Sie diese nicht erneuern müssen. Das Gerät selbst verfügt über einen Arbeitsspeicher von 2 GB, 16 GB internen NAND-Flash-Speicher zum Speichern von Apps, und dank des 905X Quad-Core-Prozessors läuft Android auf dem Gerät sehr flüssig und ruckelfrei. Zusätzlich ist ein Mali 450 Core PU verbaut, der für eine flüssigere Laufgeschwindigkeit sorgt und beim Starten von Apps zum Einsatz kommt. Und die Nummer 1 unserer Liste. Als Testsieger und damit beste Smart TV Box konnte sich im Test das Modell von Amazon durchsetzen. Die neue kleinere Smart TV Box überzeugte vor allem durch die Geschwindigkeit, Bedienung und einen sehr guten Leistungsumfang. Im Vergleich zum Vorgänger arbeitet das Modell nochmals mit einem schnelleren Prozessor 1,5 GHz und sorgt für ruckelfreies Spielen und schnelle Streams in UHD mit bis zu 60 FPS. Der Quad-Core-Prozessor besitzt eine speziell entwickelte Grafikeinheit, die in Verbindung mit den 2 GB Arbeitsspeicher und dem Dualband 802.11a Clan-Modul für sehr schnelle Übertragungen auch drahtlos sorgt. Zudem ist das Gerät ultra-kompatibel, weshalb auch 4K-Streams kein Problem darstellen. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal.